Sie beschreibt den Flamenco als eine gewaltige Urkraft. Tänzerin Cornelia Laminera fühlt sich bereits früh in ihrer Kindheit zu einem Stil hingezogen, den sie zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht recht kennt. In der DDR gab es keinen Flamenco-Unterricht, es gab nichts im Fernsehen darüber zu sehen. Ich wusste aber, dass das existiert und dass ich das machen möchte. Ich weiß nicht, woher ich das wusste. Ich kannte die Musik irgendwie und ich wusste, wenn ich tanzen möchte, richtig, will ich das machen. Im Erzgebirge geboren und im Ostteil von Berlin aufgewachsen, erhält sie erstmal bei Almut Dorova Flamenco-Unterricht. Neben dem Tanz empfindet sie auch für die Malerei eine starke Affinität, sodass sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Malerei und Grafik studiert. Für Cornelia Laminera sind beide Kunstformen eng miteinander verwoben. Ich habe in der Malerei sehr viel über Tanz gelernt. Und im Tanzen kann ich sehr viel für die Malerei mitnehmen, weil das künstlerische Konzepte oder Ausdrucksformen sind, die ähnlichen Gesetzen unterworfen sind sozusagen. Es gibt überall eine Dramaturgie, es gibt Kontrast, es gibt eine Form, die ich nach außen bringe. Nach ihrem Studium zieht Cornelia Laminera für mehrere Jahre nach Granada und lernt bei bekannten Flamenco-Künstlern. Sie ist fasziniert vom archaischen, kraftvollen Ausdruck in der Musik. Es ist einmal eine sehr ergreifende Musik und gleichzeitig aber so präzise und auch so komplex. Es ist was Urgewaltiges, was aber so stark kultiviert ist, dass es auch im normalen Leben funktioniert und dass man es verstehen kann und vor allen Dingen, dass man damit kommunizieren kann. Flamenco ist ursprünglich ein Solo- bzw. Ausdruckstanz, vergleichbar mit dem japanischen Buto, der aber auch in kleinen Gruppen oder Kompanien getanzt wird. Um ihre Passion zu teilen, gründet die ausdrucksstarke Flamenco-Tänzerin, die übrigens keine südländischen Vorfahren hat und ihren Künstlernamen Laminera in Spanien annimmt, 2003 ihr eigenes Tanzstudio. In der Fehrbeliner Straße in Prenzlauer Berg gibt sie Kurse und Workshops unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Da. Dass man sieht, dass es einen Zug nach da gibt. Der ist schon da. Du machst es so sehr für dich, mach das ein bisschen größer. Wir wissen alle gar nicht, was wir hier tun. Das ist alles, wir können gar nicht mehr anders. Es ist einfach sowas in der Art, in der Richtung. Vollkommen bewusst und konzentriert, aber wirklich die Musik befiehlt das in dem Moment. Getanzt wird zu einem Zyklus von Gesängen, wobei der Rhythmus durch fest eingeschlagene Nägel an den Schuhspitzen und Absätzen verstärkt wird. Charakteristisch für den Flamenco sind die metrischen Grundmuster, wie etwa der Zwölferrhythmus. Cornelia Laminera lebt für den Tanz und die Malerei. Um ihre beiden Leidenschaften künftig noch enger miteinander zu verknüpfen, arbeitet sie an einem neuen Bühnenprogramm, für welches sie Teile ihres Kostüms selbst malen wird. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein auf die weiteren Kreationen einer ganz besonderen Künstlerin.